Mein Name ist Wolfgang Simson und ich arbeite in und von Deutschland eigentlich an einer einzigen Aufgabe. Wo sind die Verrückten, die verrückt genug sind, um zu glauben, dass Jesus Christus gemeint hat, was er gesagt hat? Und bei dieser Frage muss man sich immer die Frage stellen, was sagt der Geist den Gemeinden jetzt und wo sind diejenigen Menschen, die das glauben und die revolutionären Pioniere sind, um das umzusetzen? Und wir glauben, dass jetzt im Moment eine Reformation angebrochen ist von weltweitem Ausmaß. Ich nenne das nicht eine Reformation, in dem Sinn, lass uns wieder zurückgehen zu Luther und irgendwie das reformatorische Modell nochmal reformieren und reformieren, sondern das Urmodell, auf deren Basis die heutige Reformation abläuft, das ist das Königreich. Deswegen rede ich von einer Reformation, basiert auf dem ursprünglichen Konzept, dass Jesus das Königreich predigte, und nicht die klassische Kirche. Das ist ja eines der großen Probleme, was meines Erachtens Jesus gerade korrigiert. Jesus predigte das Königreich, was kam, war die Kirche. Und jetzt korrigiert er diesen Irrtum wieder. Jesus hat nie das Christentum gegründet. Er kam, um uns von Religion zu befreien, nicht uns eine neue zu bringen. Und ich definiere Religion immer als diese Konzepte, Dogmen, Lehrsätze und Gymnastik und Rituale und Denominationen, die dann entstehen, wenn fromme Männer irgendwelche Systeme kreieren, die sie dann ihren Kindern beibringen, die sie dann ihren Enkeln weitergeben. Und daraus entstehen Traditionen. Und ich glaube, dass Jesus mitten dabei ist, dieses ganze Thema radikal zu korrigieren und zu sagen, das habe ich nie gepredigt, dass er an irgendeinem heiligen Tag zu unheiligen Zeiten in irgendwelche heiligen Hallen geht, um heiligen Männern zuzuhören, die euch 3 Punkte erklären, 17 Lieder singen und 1 Euro spenden, das Ganze den Kirchen nennen. Ihr müsst verstehen, dass das Königreich ein Land ist mit dem Hauptsitz im Himmel, wo einen König hat, wo Jesus nicht nur unser Gott ist, der uns die Sünden vergibt und uns heilt und unsere Dämonen befreit, uns von Dämonen befreit und so weiter und uns einen Parkplatz und eine Ehefrau gibt. So, er ist auch unser König, er will unser Leben dirigieren. Er möchte, dass wir ihm untertan sind. Die Moslems verstehen das viel besser, was es bedeutet, Gott zu gehorchen. Während die Christen immer noch Erklärungsmodelle finden, warum sie im Wesentlichen tun und lassen können, was sie wollen, mit wem sie wollen, wo sie es wollen. Und dann nennen wir das Christentum. Diese ganze Geschichte korrigiert Gott derzeit radikal. Und er ruft Menschen hinein in eine völlig neue, in ein völlig neues Verständnis, dass das Evangelium vom Königreich, Jesus hat mal gesagt, das Evangelium vom Königreich wird gepredigt werden und dann wird das Ende kommen. Das ist eine apokalyptische, endzeitliche Thematik, die hier geschieht, dass wie ein völlig neues Evangelium gepredigt wird. Das heißt, hier ist dieser König mit diesem Königreich, er lädt dich ein, ein eingebürgertes Mitglied, ein Bürger dieses Staates, des Königreichs zu werden. Zweitens, seiner Verfassung, den ganzen Gesetzen von Jesus Christus zu gehorchen. Jesus sagte, wer mich liebt, der gehorcht meinen Geboten. Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das heißt also, dass Menschen eingeladen werden, auf dieser Rechtsbasis des Königreichs zu fungieren. Und drittens, im Königreich gibt es eine Hausordnung. Economics heißt Oikos Haus, Nomics Gesetz. Die Hausordnung des Königreichs, wo die Reichen mit den Armen teilen, sodass zum Schluss weder Reiche und Arme existieren. Das sind alles Dinge, die das klassische Christentum nie wirklich gelebt hat. Und das bedeutet in der Praxis, dass Menschen, die das zum ersten Mal hören, wie Moslems, Hindus, Buddhisten, die sagen, das ist doch genau das, was wir eigentlich immer gesucht haben. Eine religionslose Art, Gott nachzufolgen, auf eine Art und Weise ihm zu folgen, dass wir sein Volk sind, mit Gott zusammenleben und das modellhaft ausdrücken. Und ich glaube, das ist genau die Botschaft, die Gott auch für Europa hat. Modelliert das Königreich. Zweitens, predigt das Königreich. Und drittens, ladet Menschen in dieses Königreich ein. Das heißt zum Beispiel, dass wir nicht länger religiöse Strukturen nehmen und die mit Königreichsthemen füllen. Das heißt, wir müssen lernen, nicht Strukturen von der Erde zu nehmen, sondern buchstäblich vom Himmel. Hat nicht Jesus gesagt, wie im Himmel, so auf Erden. Das ganze Königreich, das ist letztendlich eine Kolonisierungsbewegung, wo der Himmel die Erde kolonisiert. Und wenn dieses Evangelium vom Königreich gepredigt wird, dann entsteht eine völlig neue Fragestellung. Bist du persönlich bereit, ein Bürger dieses Königreichs zu werden? Also wo Jesus nicht nur dein Retter, Heiler, Erlöser ist, sondern auch dein König, dein amtierender König, der dir reinredet im Bereich Sex, Geld, Macht und so weiter. Ja oder nein? Denn er möchte das, was er uns gesagt hat. Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und nicht lehret sie unterstreichen alles, was ich euch empfohlen habe. Also, was ist deine Entscheidung? Und dann breitet sich das in konzentrischen Kreisen aus. Wie ist es mit deiner Familie?
Wie ist es mit deinem Oikos, mit deiner Firma, mit deinem Clan, mit deiner Gang? Sind die auch dabei, da mit reinzukommen? Dann hast du schon, was früher Hauskirchen hieß, würden wir dann heute eine Botschaft des Königreichs nennen. Ein Brückenkopf eines Imperiums im Himmel, der sich hier auf der Erde breit macht und nach Leuten sucht, wo sich dieses Königreich einnisten kann. Und dann geht es noch eine Stufe weiter, wo dann Jesus Villages, Kingdom Colonies, Orte entstehen, die, ich glaube, Jesus die Stadt auf dem Berg genannt hat, wo die Leute des Königreichs zeigen, wie total radikal anders sie leben, wo Arm und Reich miteinander teilen, wo man miteinander auf eine Art und Weise lebt, die dieser Gier, dieser institutionalisierten Gier und Furcht, die die Welt heutzutage beherrscht, echt was zu zeigen und zu modellieren hat, weil wir etwas in unserem Rücken haben, einen Rücken, der stärker ist als die Gier und der Egoismus da draußen. Eine ganz praktische Art, wie das aussehen könnte, ist, dass wir auch unser ganzes Verständnis verändern von dem, was Mission ist. Früher war Mission das nach außen tragen von kirchlichen Strukturen, die wir für normal finden. Lutheraner gingen nach Finnland und haben Finnland zu einem Land gemacht, das lutherischer ist wie Luther selber. Das ist, wenn Kirche, wie wir es kennen, ich nenne das Quask-Kirche, wie alle sie kennen, unser Ort ist von dem, was wir Mission betreiben. Wenn aber das Königreich der Ort ist, unsere Missionszentrale sozusagen, dann ist Mission plötzlich etwas völlig anderes. Dann ist es eine Kolonisierungsbewegung, die unter anderem in einer ganz besonderen Art und Weise stattfindet, die ich die Wiedererfindung der Welt nenne. Jesus sagt mal an einem Punkt in der Offenbarung, ich mache alles neu. Ich nenne manchmal Jesus deswegen den Schutzpatron der Innovatoren, weil er macht alles neu, jeden Aspekt des Lebens. Und der Gedanke, der damit einhergeht, ist, dass unsere Welt wie in einem Dreischritt diese Botschaft im Königreich erlebt. Nummer eins, Gott machte am Anfang in der Schöpfung alles wunderbar und er sagt, siehe, es war sehr gut. Sex, Geld, Macht, Essen, Technologie, alles war sehr gut. Und dann kam zweitens wie ein Virus, die Gier und das Ego und die Furcht der Menschen, denn dann hat alles wie mit einem Krebs zerfressen. Siehe, es wurde sehr schlecht. Lies die Zeitung und du siehst, wie schlecht das ist. Nachrichten sind kontrolliert, Wahrheiten sind massiert, sie sind nicht mehr wahr, sondern sie sind verkaufte Wahrheiten. Fast alles, was wir sehen um uns herum, ist irgendwie Plastik, eine menschliche Reproduktion eines göttlichen Originals. Und siehe, es wurde sehr schlecht. Drittens, wenn Menschen wieder das Königreich entdecken und sich wieder unter diesen König stellen, dann teilt er mit ihnen seine Staatsgeheimnisse. Euch, sagt mal Jesus in Matthäus 13, Vers 10, sind die Geheimnisse des Königreichs anvertraut, andere nicht. Und so beobachte ich, dass viele Menschen, Innovatoren, Innovationen bekommen von Gott durch Träume und Visionen über alle möglichen und auch unmöglichen Dinge, die wie game-changing Innovation sind. Das heißt also, bahnbrechende Innovationen sind, die das Leben auf dem Planeten nochmal komplett verändern. Ich kann jetzt in diesem kurzen Statement nicht viel dazu sagen, aber wenn ihr möchtet, dann könnt ihr euch dieses Büchlein entweder kostenlos bestellen oder runterladen auf unserer Webseite, die Wiedererfindung der Welt, wo wir sagen, die Welt ist ein Stück weit wie von einer Eiskugel zugefroren, weil diese ganze Gier, dieses ganze die Welt kontrollieren wollen, zu etwas wird, wo Jesus sagte, die Liebe wird in vielen erkalten. Und dieses Eis, ich nenne es Intentional Corruptive Environment, also absichtliche Verfilzung der Welt durch Kollaboration und Konsortienbildung, wo Gier und der Wunsch nach noch mehr Kontrolle im Hintergrund steht, kann nur durch Jesus Christus, den Eisbrecher, zerbrochen werden. Und das fängt an mit dir selber und mit mir und mit dem Leben, wie es ist, dass Gott das wie wiedererfindet. Dass du wiedererfunden wirst, wenn du in diesem Königreich legaler, eingebürgerter Bürger bist. Und das Zweite, wie das praktisch sein wird, ist das, was wir den Kingdom Passport nennen. Wir sind in einer Zeit, wo sehr viele Menschen Migranten sind. Und viele Leute laufen weg von Assad, viele laufen weg von ihren Wirtschaftssituationen, aber viele Menschen laufen auch weg vor ihren eigenen Wunden ihrer Vergangenheit. Da rede ich nicht nur von Vergewaltigungen und finanziellen und Mobbinggeschichten, die mit dir passiert sind. Alle von uns tragen irgendwelche Zerbrüche und Wunden und rennen normalerweise davon weg. Und wenn du jetzt irgendwo mit Flüchtlingen sprichst, die wollen einen deutschen Pass, die wollen einen Schweizer Pass, die wollen einen amerikanischen Pass haben, aber wenn sie hierher kommen, dann stellen sie fest, das ist auch nicht das verheißene Land, von dem sie träumten, hier wächst das Geld auf den Bäumen, hier wird auch mit Wasser gekocht, hier sind die Menschen genauso vom GEF-Virus, Gier, Ego, Furcht befallen, wie woanders auch. Was wäre, wenn man ihnen direkt dort, wo sie wohnen, einen Pass in die Hand drückt, wo im Wesentlichen sagt, sofortige Einbürgerung möglich, du kannst hier, jetzt und heute Teil eines Königreichs werden, durch direkten Antrag, deine Einbürgerung ist sofort möglich.
Wir haben eine Webseite, kingdompassport.eu, da kannst du dir in deiner Sprachversion sowas runterladen. Und dann können Menschen einen direkten, barrierefreien Zugang zum Königreich finden. Und jetzt nochmal vielleicht die Frage, was hat das mit den Jesus Freaks zu tun? Ich würde sagen, dass Gott, der König, nach radikalen Leuten sucht, die nicht ihre verbürgerlichte oder verbürgerlichende Religion irgendwie nochmal upgradet durch das Königreich. Also so nach dem Motto, wie kann mehr Königreich zu den Jesus Freaks kommen? Die Frage ist genau andersrum. Wie können mehr Jesus Freaks ins Königreich kommen, dort ihre Legalität entdecken, dort wiedererfunden werden? Und ich glaube, dass Gott jetzt nach Leuten sucht, mit denen er diese neue Reformation starten kann. Er wird das mit den Migranten tun. Ich glaube wirklich, die Letzten werden die Ersten sein. Aber ich glaube, dass es eine riesige Chance ist, nochmal auf diese Stimme des Königs zu horchen und immer auf eine apostolische, prophetische Vorreiterart zu folgen und ein Modell zu setzen, wie ein integriertes Leben in diesem Königreich aussieht, das absolut nichts von seiner Schärfe verloren hat, wo also echte Radikale Jesus Christus radikal gehorchen wollen aus Liebe. Nicht, weil sie müssen. Allah gehorchen, das ist Islam. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Und das dann zu tun, bedeutet, dass eine Bewegung entsteht, die einen König hat, eine Rechtsverfassung des Königreichs und eine Hausordnung. Und dann werden wir plötzlich ein massiver Strom von Leuten, die unter einem Haupt meines Erachtens die Direktiven des Königs erfüllt. Und die Frage ist, seid ihr dort dabei? Denn wenn ihr seid, das ist total spannend. Wenn nicht, dann wird es Gott auch ohne uns tun. Und die Idee ist, lasst uns sozusagen diesem König uns anschließen. Und das ist wahrscheinlich eine Bewegung, die ich eine Repatriierung nenne, eine Wiederzurückfindung in das eigentliche Haus Gottes. Da sind wir zu Hause. Und die setzt eigentlich normalerweise genau dort an, wo jeder von uns wie ein Heimweh hat nach einem Land, wo wir noch nie waren. Und dieses Land ist das Königreich. Dafür bist du gemacht und in diesem Königreich machst du Sinn. Und in diesem Königreich findest du deine Rolle. Und wenn wir alle gemeinsam in diese Richtung marschieren, dann ist der Himmel die Grenze für das, was passieren kann. Möge Gott dich in diesem Sinn segnen und explosiven Virus aus dir machen, um die Enden der Erde mit dem Ding zu infizieren.